Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt: Diese Frau macht mir Angst. Gibt es eine Frau in eurem Umfeld, in eurer Umgebung, von der ihr sagt, die macht mir wirklich richtig Angst? Oder gab es mal eine Frau und ihr mögt mir darüber und davon erzählen? Wenn, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Diese Frau macht mir Angst. Axel ist mein erster Anrufer. Axel ist 34 Jahre alt. Hallo Axel. Hallo Domian, ich grüße dich. Über welche Frau sprechen wir? Über meine Ex-Frau. Das liegt jetzt ungefähr 3,5 Jahre zurück, dass ich mit ihr zusammen war. Also so lange bin ich jetzt schon alleine. Ja. Und damals ist es aber halt so gewesen, nachdem ich dann den Schlussstrich gezogen hatte unter die Ehe und nach vielem Hin und Her, nach vielen Streitereien und Alltagsproblemen, dass ich wirklich, also ich habe die Ehe dann, also die Beziehung beendet. Also es ging von dir aus? Du hast es beendet? Es ging von mir aus. Wie lange wart ihr verheiratet? Etwa 6 Jahre waren wir verheiratet. Und warum hast du die Beziehung beendet? Ja, es war halt so, sie hatte sehr viele Probleme und immer Kummer wegen zum Beispiel ihrer Verwandten, ihrer Eltern oder ihrer Geschwister und hat nie über Probleme geredet. Und jedes Mal, wenn ich auch gefragt habe, was sie an mir auszusetzen hätte irgendwo, weil natürlich auch in der Beziehung ja gewisse Probleme waren, sie hat nie irgendwie was gesagt. Die sagte immer nur, das geht dich nichts an, ich rede mit dir nicht. Ah, also ich stelle mir sie so vor, dass sie alles in sich hineingefressen hat, oft öfter schlechter Laune war und wenn du sie darauf angesprochen hast, hat sie gesagt, es geht dich nichts an. Richtig, genau. Sehr einfach verkürzt. Richtig, ganz genau, genau, so, genau. Ne? Und das war dann halt, kam es zur Trennung. Dann kam es zur Trennung, ja, also genau. Und du sagst, diese Frau macht mir Angst nach der Trennung? Nie vor der, oder während der Trennungsphase. Mhm. Was war denn da genau? Also ich hatte ihr mehrfach gesagt halt, zum Beispiel ich komme von der Arbeit etwas später nach Hause, habe ich sie angerufen, weil ich mir eine Wohnung angucken will irgendwo. Das hat sie immer noch nicht so richtig wohl geglaubt, dass ich das wirklich tue. Merkwürdigerweise hatte sie mich auf der Arbeit öfters sogar angerufen und hier, ich habe hier wieder eine Annonce, da kannst du mal dir die Wohnung angucken. Und eines Tages kam ich dann tatsächlich mit einem Mietvertrag nach Hause und habe gesagt, so, ich habe eine Wohnung gefunden und jetzt ist endgültig und jetzt lass uns drüber reden. Ja, und da war es dann die Hölle auf Erden, da ging es dann halt so los, dass sie wirklich dann regelrecht gewalttätig wurde. Was hat sie gemacht? Ja, also sie hat zum Beispiel das allererste Mal, da hat sie mich also wirklich richtig derbe gewürgt. Sie ist eigentlich klein und zierlich, muss man dazu sagen, das ist echt heftig. Und es waren auch so andere Male, also sie hat mich regelrecht verprügelt, mitten durch die Wohnung, immer wenn unser Sohn auch im Bett war. Wir haben jetzt, der ist jetzt 9,5, der Sohn, der ist, war damals 6. Ja. Der hat also auch alles mitgekriegt, wenn er im Bett lag irgendwo, der hat also mehrfach geheult. Bist du sehr viel größer und stärker als sie? Nee, eigentlich nicht, wir sind ungefähr gleich, ich bin vielleicht 2-3 Zentimeter größer und auch viel, viel stärker bin ich auch nicht. Jetzt wirkt sie dich, ich stelle mir das gerade vor, sie springt dir an den Hals und wirkt dich. Wie hast du dich verhalten? Also in dem Moment zum Beispiel, ich stand in der Küche irgendwo, weil ich vor ihr weggelaufen bin zum Nachdenken, weil sie vorher gerade wieder einen Streit angefangen hat und ich ihr gesagt habe, pass auf, wenn du morgen ausgeschlafen hast und du bei besserer Laune bist, dann können wir alles in Ruhe besprechen, aber so kann man mit dir nicht reden. Daraufhin bin ich dann erstmal in die Küche gegangen und stand da halt zum Nachdenken und sie kam dann einen Augenblick später hinterher und hatte dann praktisch ihren Unterarm quer vor meinen Kehlkopf, vor meinen Hals gedrückt, richtig mich gegen den Schrank gepresst. Ja genau, das ist jetzt meine Frage. Wie reagierst du darauf oder wie hast du darauf reagiert? Genau, genau. Hast du dich gewehrt? Hast du sie weggestoßen? Ich wollte sie wegstoßen, aber irgendwie war ich wie gehemmt irgendwo, ne? Das war eine Situation, die hatte ich bisher so noch nie erlebt und ich war wie gehemmt irgendwo. Vorher hat man vielleicht so gedacht, ach naja, man wehrt sich oder man haut zurück. Was hast du gemacht? Hast du gar nichts gemacht? Ich habe dann, ich wollte gerade im letzten Moment zutreten, weil mir schon fast schwarz vor Augen wurde und aber da hat sie dann von sich aus aber losgelassen. Ach so. Gott sei Dank. Also im Prinzip hast du es über dich ergehen lassen und sie hat dann von dir abgelassen. Richtig, genau, genau. Ja, und dann die Tage darauf war halt auch öfters mal so, dass sie halt, sie schlug mir aus heiterem Himmel kurz vorher irgendwas gemeckert und dann halt mit ins Gesicht oder irgendwas. Oder sie hatte auch einmal mir sogar durch den Pullover durch richtig in den Oberarm gebissen, dass ich fast eine Woche, also das Problem hat, dass er mich runtergebissen hätte. Wie viel Gewalttätigkeiten gab es? Kann man das überhaupt sagen? An einer Zahl, mit einer Zahl ausdrücken? Es ist
schwer zu sagen. Das Ganze ging über einen Zeitraum von etwa 2 bis 3 Monaten. Ja. Und das war dann so die Trainings. In der Woche öfters mal. Also irgendwas. Mhm. Zwar nur einmal pro Tag, wenn sie losgelegt hat, ja. Aber es war nicht jeden Tag. Das war dann so diese Trennungsphase. Genau. Ja. Genau. Das heißt, dass sie irgendwie wollte, dass ihr euch trennt, aber dann wiederum auch nicht wollte, oder wie kann man das verstehen? Ja, das Gefühl habe ich schon, ja, irgendwie auf der einen Seite wollte sie wirklich mich da wohl loswerden, weil sie dann doch wohl Dinge an mir auszusetzen hatte, die sie mir leider nie so richtig gesagt hat. Es waren halt nur so Gründe wie zum Beispiel, ich hätte im Haushalt nichts getan oder ich hätte halt zu wenig Geld verdient irgendwo, weil sie den größten Anteil zum Schluss verdienen musste. So, wenn das über mehrere Monate so geht und sie einmal in der Woche, sagen wir mal, so einen Ausfall hat, finde ich das ja schon derbe. Ja, ja. War es bis zum Schluss so, dass du nie dich gewehrt hast und dass du immer ausgeharrt hast, bis sie dann wieder von dir abließ? Ja, richtig, bis auf ein einziges Mal. Da habe ich dann, wo sie mich da in den Oberarm gebissen hat, da habe ich sie dann wirklich mal gewürgt, weil ich habe sie nicht anders wegschütteln können. Mhm. Irgendwo, da hat sie ja also bald wirklich, wie sagen wir, 5 Minuten wie so ein wilder Hund in meinen Arm gebissen. Mhm. Das Ganze ist jetzt 3,5 Jahre her, sagst du, ungefähr. Wie ist das Verhältnis jetzt zu der Frau, zu deiner Ex-Frau? Ihr habt ja nun gemeinsam auch ein Kind. Ja, das ist richtig. Also es war zeitweilig mal so, also es wurde dann, als ich dann bei ihr weg war, gut, da wurde es, also ging immer noch heftig weiter mit Streitereien, aber es flachte dann irgendwann ab. Also wir konnten dann wenigstens zeitweilig auch mal miteinander reden über allgemeine Dinge oder über unser Kind. Wie ist es denn aktuell, heute? Heute ist es halt so, sie rennt wirklich immer, also sie zieht ein Gesicht auf wie eine belämmerte Leberwurst, das ist mal jetzt so ein bisschen überzogen ausgedrückt. Also sie macht sich das Leben sehr doll schwer, sagt auch meine Schwester, zu der sie ab und zu noch Kontakt hat, wegen der Kinder, weil meine Schwester halt einen gleichaltrigen Sohn hat wie unseren Sohn. Ja, wie ist denn euer Verhältnis? Wenn du, siehst du sie öfter? Seid ihr freundlich miteinander? Seid ihr nicht freundlich miteinander? Nachdem ich ihr neulich mal wieder im ruhigen Ton die Meinung gesagt, wo ich unseren Sohn abgeholt habe, wo er gerade nicht dabei war, da habe ich ihr halt gesagt, dass mir das und das nicht passt, dass sie immer über unseren Sohn auch gegangen ist, dann halt, um jetzt irgendwie ihren Frust an mir auszulassen über unseren Sohn, dass sie ihm irgendwelche Verbote erteilte, was mich anbelangt oder irgendwas. Da habe ich ihr halt dann gesagt, pass mal auf, das passt mir nicht irgendwo so und so, das ist unser Sohn und der hat doch damit nichts zu tun. Da ist sie jetzt, also hält sie sich zurück, bloß ihre Blicke, die sagen dann halt auch wieder sehr viel. Das Kind, der Sohn, lebt bei ihr. Richtig, ja, genau. Das heißt, deshalb seid ihr schon gezwungen, miteinander immer wieder mal in Kontakt zu sein, wenn ihr das Kind abholst. Genau, genau, sonst hätte ich den Kontakt ganz abgebrochen. Hört sich nicht gut an. Mhm. Ne? Diese Frau macht mir Angst, passt da sehr gut rein in das Thema. Und die Trennung war wahrscheinlich das Richtigste, was du tun konntest damals. Ne? Ja, das denke ich auch. Ja. Ja. Sie hat wohl auch wahrscheinlich eine Therapie gemacht, wie ich dann irgendwie mal mitgekriegt habe. Was genau stimmt, weiß ich nicht, aber ich vermute ja. Ja. Irgendwo, weil sie sehr aggressiv wurde, auch anderen Leuten gegenüber. Also zum Beispiel auch mal einer Mutter in der Schule gegenüber, wo es dann mal Streit gab. Ist sie denn dem Kind gegenüber auch aggressiv? Gott sei Dank nein. Mhm. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, also den hat sie Gott sei Dank draußen vorgehalten. Und ich hätte den ja auch gerne zu mir genommen, aber ich war leider berufstätig. Ich hatte damals eine Firma und musste halt sehr viel arbeiten, konnte mich halt nicht um ihn kümmern, hatte keinen, der auf ihn aufpasst. Sind wir froh, dass sie sich ihm zumindest gegenüber ordentlich verhält. Lieber Axel, danke für deinen Anruf. Alles Gute, klar. Sei froh, dass du so los bist, als enge Partnerin. Ja, ich gucke jetzt positiv in die Zukunft, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich habe ein neues Leben jetzt angefangen im Sommer, irgendwo aus verschiedenen Gründen, wo ich jetzt umdenke und das abgearbeitet habe. Viel Glück dafür, und, alles. Ja, alles klar, danke schön. Tschüss. Tschüss. Diese Frau macht mir Angst. Das ist unser Thema heute Nacht. Wenn ihr mir von einer Frau erzählen wollt, aus eurem Leben, aus eurer Umgebung, die euch Angst macht oder vielleicht früher mal Angst gemacht hat, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Jetzt geht es weiter mit Frage in meine Regie mit Sonny. Sonny, 23, sondern 36. Hallo Sonny. Hallo Domian. Grüße dich. Über welche Frau reden wir bei dir? Über die Geliebte meines Mannes. Oh je. Mhm. Wie lange bist du verheiratet schon? Verheiratet seit 6 Jahren, aber zusammen bin ich mit ihm seit 16 Jahren. Seit 16 Jahren? Ja. Und seit wann hat er eine Geliebte? Jetzt weiß ich es seit 1,5 Jahren etwa. Wie hast du es rausgekriegt? Durch Zufall. Also ich war im Wohnzimmer, habe gebügelt, Bügelwäsche hintergebracht in unser Umkleidezimmer. Mhm. Und da habe ich ein Telefongespräch aufgeschnappt, so ein Gesprächsfetzen, wo ich gedacht habe, Moment, das kann kein Geschäftskunde sein. Ja. Denn er sagte, ja, ich vermisse dich auch. Das sagt man nicht so zum Kumpel, ne? Nee. Eher selten. Ja, er arbeitet zu Hause und von daher bin ich gewohnt, dass er abends noch telefoniert. Mhm. Aber das war dann kein Geschäftsgespräch. Hast du ihn gleich drauf angesprochen?
Ja, es war, ich konnte es erst gar nicht einsortieren. Also es war super erniedrigend für mich, denn ich fing dann an, richtig an der Tür zu hören, zu lauschen. Ich habe mein Ohr gegen die Tür gepresst und mir liefen die Tränen über die Wangen, weil meine Ehe war bis dahin sehr, sehr glücklich. Ach so, das war so ein Blitz aus heiterem Himmel. Es waren 15 glückliche Jahre, ja. Habt ihr auch Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Ja. So, jetzt hat Eddie diese Frau seit anderthalb Jahren. Warum sagst du, diese Frau macht mir Angst? Sie macht mir insofern Angst, dass mein Leben, so wie ich dachte, wie Leben funktioniert, ich hatte ein Bild von meinem Mann und mir als 80-Jähriger auf der Parkbank sitzen. Meine ganze Idee von, wie Leben funktioniert und was Leben ist, ist zusammengebrochen. Verstehe. Er weiß jetzt aber definitiv, dass du es weißt. Er weiß, dass ich es weiß. Wir haben viel miteinander darüber geredet. Und ja. Warum hat er die Geliebte? Er sagt, er liebt uns beide. Ah, diese Sprüche. Ja. Diese Sprüche. Da kann ich ja drauf. Ich habe 15 Jahre war ich davon überzeugt, ich nannte ihn meinen Felsen. Ich war davon überzeugt, dass er mich liebt. Unsere ersten 3 Jahre hat er um mich gekämpft. Wirklich gekämpft. Sag mal, jetzt sind das anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre sind, finde ich, in einer solchen Situation eine super lange Zeit. Wie hältst du das aus, zu wissen, er hat eine andere, jetzt ist er vielleicht wieder bei der und so weiter? Er ist jetzt bei ihr. Er ist jetzt gerade im Moment bei ihr. Er ist vor 3 Wochen in etwa, er hat mir ihre Adresse nicht gegeben und ihren Nachnamen nicht, aber ich habe durch einen Zufall, beim Glühbirnen wechseln und Glühbirnen auf dem Dachboden holen, habe ich Briefe von ihr entdeckt in der Schublade. Und da war ihre Adresse. Und sie hat sich aber nicht ins Telefonbuch eintragen lassen. Also, das heißt, du kennst diese Frau nicht? Ich bin vor 4 Wochen hingefahren. Ach. Er sagte, er wollte sich nach einer Wohnung umgucken. Und ich war komischerweise, mein Kopf wusste, er ist nicht da, aber mein Herz war überhaupt nicht überrascht, als ich seine Stimme dann hörte in der Wohnung. Also ich traf ihn bei ihr an. Und dann an dem Abend vor 4 Wochen hat er sich für sie entschieden. Und ich dachte damals so, das war jetzt meine Ehe. Wie war denn die Situation? Du gehst da zu der Frau, die für dich eine wildfremde Frau ist. Du klingelst da. Plötzlich steht die Frau vor der Tür. Ich habe gezittert am ganzen Körper. Das glaube ich. Und du kriegst dann auch mit, mein Mann ist in der Wohnung. Ja. Wie habt ihr beiden Frauen miteinander geredet? Ganz ruhig. Wusste sie sofort, kannte sie dich denn vom Ansehen? Ja, nee, vom Sehen nicht, aber... Du hast gesagt, ich bin die so und so. Ja. Und ihr habt ganz ruhig, ihr beiden Frauen ganz ruhig miteinander geredet. Ja, sie hat sehr wenig geredet. Wir haben alle drei sehr viel geschwiegen. Ja, also sie hat dich dann reingebeten in die Wohnung. Ja, genau. Also ich habe sie gefragt, ob sie runterkommen möchte, ob wir irgendwo hingehen wollen oder ob sie mich, ich möchte mit ihr reden, ob das okay ist für sie. Und sie wusste natürlich, wer ich bin von meinem Namen her. Ja. So, jetzt hat er sich an dem Abend für sie entschieden. Ja. Und ist das aktuell bis heute? Eben nicht. Ich bin rausgegangen und ich weiß heute noch nicht, wie ich nach Hause gefahren bin dann. Und war dann zu Hause und dachte so, das war jetzt, ja, mein Leben ist jetzt einfach anders. Ich weiß noch nicht wie, aber anders. Und am nächsten Morgen kam er und hat geheult und geweint Mir kommen auch gleich die Tränen vom Mitleid ihm gegenüber. Er hält dich jetzt immerhin schon anderthalb Jahre hin. Ja. Ne, er kränkt dich seit anderthalb Jahren. Ja, und vor allen Dingen, Jürgen, momentan bin ich die Geliebte meines Mannes. Das heißt, er wohnt bei ihr seit 3 Wochen, seit dem Sonntag, eigentlich seit 4 Wochen. Und wenn sie auf der Arbeit ist, kommt er ab und zu nach Hause zu mir. Aber wenn sie abends zu Hause ist, können wir nicht miteinander telefonieren. Und ich weiß, dass ich was tun soll, muss. Wenn ich nichts ändere, er wird nichts ändern. Weiß sie das, die Geliebte, dass ihr auch noch wieder jetzt Kontakt miteinander habt? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Ich frage mich nämlich gerade die ganze Zeit, warum machen die Frauen das mit? Also warum machst du das mit und warum macht die Geliebte das mit? Wenn er sich so indifferent verhält, so
waschlappenartig, sage ich mal ganz böse. Ja, Jürgen, aber wir wollen sie, wir wollen ihn beide. Mhm. Und ja, aber die Frau, die zuerst geht. Ja, aber so, irgendwann muss man ja auch an seine Selbstachtung denken, Sony. Irgendwann musst du sagen, du bist ja nun schon verletzt worden genug. 15 Jahre, ich weiß, dass es der Mann ist, mit dem ich alt werden will. Ja, aber der Mann hat jetzt schon üble Sachen mit dir gemacht. Üble Sachen. Ja, aber davor war es ein Traum. Ja, davor, aber das ist Vergangenheit. Ich habe davor auch viel Fehler gemacht. Ich mache ihm keine Vorwürfe, dass er... Das glaube ich, dass man immer an davor denkt und denkt, mein Gott, das war so schön und so. Aber das ist Vergangenheit. Es geht um das Jetzt und es geht um die Zukunft. Ja. Willst du die nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Jahre kann so leben? Mehr. Na eben. Irgendwann geht es dir so an die Substanz, dass du selbst vor die Hunde gehst dabei. Und irgendwann muss eine von euch beiden auch wirklich eine Position beziehen, auch ein Rückgrat haben und sagen, bis hier und nicht weiter. Und wenn es mich innerlich zerreißt vor Trauer und vor Schmerz, ich gehe jetzt, ich lasse das nicht mit mir machen. Vielleicht wird der Kerl dann wachgerüttelt, was er da anstellt. Lasst es doch euch nicht so gefallen. Lass es dir nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu habe. Ja. Aber dir geht es ja schon schlecht. Mir geht's total mies. Ich bin auch berufstätig und wenn ich nicht so gute Kollegen hätte, also und ich muss halt weiter funktionieren. Mhm. Und er lässt das einfach alles so laufen. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, was das für ein Typ so ist. Der Nee, du kennst ihn nicht. Nein, aber so wie du es jetzt so beschreibst. Ich nannte ihn immer Prinz und Fels und genau das fühle ich auch. Aber der Fels ist kein Fels. Nee, der Fels ist Sand, ja. Sondern ein wabbeliges Etwas. Und er ist auch kein Prinz, sondern er ist einfach, der sich überall seine Leckerchen holt und es sich gut gehen lässt. So ich bin mir ganz sicher, dass er bis dahin nie fremd gegangen ist. Das ist auch egal. Jetzt tut er es aber. Klammer dich nicht so in die Vergangenheit rein. Gucke das Jetzt und das in das Hier. Und zieh daraus die Konsequenzen. Vielleicht kriegst du ihn ja so viel eher zurück, wenn du klar bist. Als wenn du dich auch... Du ordnest dich ja ihm immer irgendwie wieder unter. Ja, klar. Und das macht nicht... Das fordert bei dem anderen nicht Respekt heraus. Ich weiß, das ist mein Teil, den ich momentan dazu beitrage, dass die Situation so ist, wie sie ist. Das ist mir schon klar. Versetz dich doch mal umgekehrt in die Lage. Vor welchen... Oder lass uns anders fragen. Ich frage dich und ich sage es zu mir auch. Vor welchen Leuten haben wir Achtung und Respekt? Vor Leuten, die eine klare Position haben und die konsequent sind. Ne? Das finden wir toll. Finde ich toll, findest du auch toll. Ja. Und das bist du nicht im Moment. Aber ich liebe ihn. Ja, irgendwo muss man sagen, ich liebe ihn, aber ich gehe. Ja, weil du dich sonst zu sehr... Weißt du, wenn er sagen würde, ich entscheide mich für sie... dann könnte ich damit leben, das wäre okay, weil ich kann ihn ja nicht beeinflussen. Nein, aber das ist ja noch viel perfider, dass er eben nicht sagt, ich entscheide mich für sie, sondern kommt jetzt auch wieder, er hat gesagt, ich entscheide mich für die Frau und kommt wieder heimlich zu dir zurück. Das ist ja fast schon bösartig. Damit nimmt er dir ja die Chance, dich von ihm zu trennen innerlich. Ja, das schon. Das schaffe ich ja gerade nicht. Ja, und deswegen ist er mir nicht sympathisch in seinem Verhalten. Überhaupt nicht sympathisch. Letztendlich hinterlässt er zwei, wenn die andere Frau das auch noch rauskriegt, zwei sehr verletzte Menschen um sich herum. Ja. Und so geht man nicht mit Menschen und mit Frauen um. So geht man nicht mit Menschen um. Das hat mit Frauen nichts zu tun. Liebes Ronny, ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt. Die Entscheidung musst du natürlich alleine aber es ist manchmal ganz gut, irgendwie so was ganz Neutrales von draußen zu hören. Ja. Auch wenn man sich gar nicht danach richtet, aber man überlegt vielleicht, was der eine gesagt hat und irgendwas bewirkt das in einem vielleicht. Hm. Alles Gute. Ja, danke. Alles Liebe. Tschüss. Ciao. Diese Frau macht mir Angst. 0800 220 5050. Meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hinweis auf übermorgen. Übermorgen ist Samstag. Samstag ist Promi-Tag hier bei mir, bei Domian. Und mein prominenter Gast am Samstag ist Oliver Pocher. Um 11:30 Samstagabend im WDR-Fernsehen, Oliver Pocher, mein Gast. Ihr könnt anrufen, ihr könnt mitmachen. Und wenn ihr gerne mit Oliver Pocher reden wollt, ihn fragen wollt, dann meldet euch am besten jetzt schon an unter domian@wdr.de und wir werden dann den einen oder anderen von euch am Samstagabend
zurückrufen. Samstagabend, 23:30, Oliver Pocher bei mir. Rami 22, hallo. Ja, hallo. Wie sage ich's? Remy? Nee, Rami. Rami. Ja. Ja, es geht um meine Frau. Ja. Ja, ich bin mit ihr seit 5 Jahren zusammen. Ich liebe sie über alles. Ja. Aber in diesen 5 Jahren, da war ich nicht korrekt zu ihr. Ich bin eher mal so 2 oder 3 Mal fremdgegangen. Mhm. Wie lange seid ihr verheiratet? Ja, wir sind verheiratet. Wie lange schon? Seit ungefähr jetzt 1 Jahr. Ja. Mhm. Ja. Diese Fremdgeherei, war das während der Ehe oder vorher? Also wir sind religiösisch verheiratet, aber also jetzt auf Deutsch. Ich habe nicht verstanden, ihr seid was? Wir sind religiösisch, also auf Religion, nur Religion. Ja, hm. Ja, ist ja gut. Papiere. Ja, ist ja, ja? Egal. Hm. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir sind verheiratet. Und ich bin ja in dieser Zeit, diese 5 Jahre auf jeden Fall bin ich mit ihr gewesen. Dann bin ich hier fremdgegangen. Ja. Und ich muss nochmal fragen, bist du fremdgegangen, nachdem ihr verheiratet wart oder vorher? Nee, da auch, wo wir verheiratet waren, bin ich auch ihr fremdgegangen. Bist du ja auch fremdgegangen, ja. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall, dann bin ich ihr fremdgegangen. Und das nicht einmal, zweimal, dreimal. Sondern? Und ich bereue das. Und ja. Ich würde sowas nie nochmal sowas tun. Nie in meinem Leben. Ja. Weil ich diese Frau über alles liebe. Die ist für mich einfach das beste Frau. Und ich würde keine andere haben. Wie viel Mal, sagen wir mal, wie viel Mal bist du fremdgegangen? 5 Mal? So 3-4 Mal. 3-4 Mal. Ich dachte, ja. Das ist so eine Aufzählung gerade. 3-4 Mal. Wann war das letzte Mal? Wie lange liegt das jetzt zurück? 4 Monate. Mhm. So, sie weiß davon nichts. Doch, sie weiß das. Sie weiß das? Ja, sie weiß das, natürlich. Na, natürlich ist es nicht. Aber. Sie weiß sogar von allen. Ich habe ihr alles gebeichtet, alles ihr erzählt und so. Hast du sie ihr immer direkt danach erzählt oder so in einem... Nee, ich habe ihr alles auf einmal erzählt. Mhm. Und ich habe so schlechtes Gewissen, ich kann so... Die schlechtes Gewissen, die folgen mir überall und so. Und so, du hast ja unser Thema, diese Frau macht mir Angst. Ja, diese Angst ist jetzt, dass sie es jetzt fremd geht. Ach so. Dass ihr das jetzt leicht fällt, dass jetzt mir fremd zu gehen. Verstehe. Und diese Angst jetzt mit dieser Angst zu leben, das. Ja, du hast Angst, dass es dir quasi zurückzahlt, indem sie fremd geht. Genau. Oder hast du auch Angst, dass sie dich eventuell verlässt? Genau, verlässt. Er verlässt, weil sie ist nicht so ein Typ, dass sie jemandem fremd geht oder so. Ja, aber, treue Frau. Aber nun liegen ja schon ein paar Monate dazwischen, dass du es gesagt hast bis heute. Wie ist denn die Stimmung zwischen euch beiden seitdem? Sie weiß es schon, seit 4 Monaten. Ja, eben. Wie ist denn die Stimmung in den letzten 4 Monaten? Also ich habe ihr gebeichtet und ich habe ihr also versprochen, nie sowas zu tun und so. Ja. Und sie hat gesagt, ja, sie würde es mir verzeihen. Okay, was jetzt kaputt ist, ist kaputt. Weil ihr Herz ist jetzt, sie ist verletzt jetzt natürlich. Ja. Na gut, aber die Frage ist, wie in den letzten 4 Monaten so eure Stimmung ist. Ist es angespannt, streitet er viel oder? Nee, die Stimmung ist okay. Die hält sogar zu mir und sie sagt, nein, ich würde sowas nie tun und so. Aber die Angst, verstehen Sie jetzt, verstehst du die Angst so jetzt, dass ihr das also, vielleicht hält, also dass sie es hat doch, dass es doch tut. Sie hat gesagt, ich verzeihe dir, ne? Ja. Aber du glaubst ihr nicht wirklich. Ja, ich... Es könnte sein, dass sie das nur so sagt. Dass sie es doch tut, ja. Dass es doch tut. Ja, aber ich bin nicht so ein Typ eigentlich, aber ich habe Angst, dass ihr das leicht fällt. Ja. Dass sie das tut, doch. Jetzt sag mir mal, wenn du diese Frau so in den Himmel hebst, du sagst, das ist so eine tolle Frau, das ist meine Traumfrau, warum bist du denn dann mehrfach fremd? Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich auch ganz leicht erklären. Bitte. Das sind meine Eltern, die uns immer dazwischen gekommen sind. Weil die wollten immer, dass ich eine arabische Frau heirate. Mhm. Und ich habe diese Frau seit 5 Jahren und ich liebe sie über alles. Ja. Und die sind immer uns dazwischen gekommen. Die haben uns immer versucht, durch... Ist das eine deutsche Frau? Das ist eine deutsche Frau. Okay, auch wenn es Druck von der Familie gibt, warum gehst du dann fremd? Du gehst doch deshalb... Ja, das Problem ist, sie ist zu uns nach Hause gekommen. Deine jetzige Frau? Ja. Mhm. Sie ist zu uns nach Hause gekommen. Ich habe meine Eltern überredet, nach 3 Jahren ungefähr, dass ich sie heirate und keine andere und. Ja. Und meine Eltern haben gesagt, ja gut, wir geben euch die Chance. Mein Vater hat dann gesagt, wir gucken mal, wie die Frau ist, wir lernen sie mal kennen. Ja. So, dann ist sie zu uns gekommen. Ja. Und dann hat mein Vater dann später gesagt, natürlich von Druck von meiner Mutter, hat gesagt, nein, die Frau würde zu uns nicht passen und so. Mhm. Dann wurde sie von uns, von zu Hause rausgeprügelt, kann man sagen. Aber ich hoffe nicht wirklich. Also so von meinen Geschwistern, doch. Sie wurde geprügelt? So geschimpft.
Beschimpft oder mit beschimpft und so fast so, die haben sich zusammengeschlagen, so gesehen. Sie haben sie wirklich zusammengeschlagen? Ja, sie haben sich, also... Deine Geschwister haben deine Frau zusammengeschlagen? Genau. Und das habe ich aber erst später erfahren. Ich bin später nach Hause gekommen und dann habe ich das dann mitgekriegt. Das ist ja krass. Ja, ist richtig krass gewesen. Ist sie verletzt gewesen? Ja, natürlich war sie verletzt gewesen. Sie hat gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben und so. Nein, ich meine, war sie auch körperlich verletzt? Nee, das nicht. So schlimm war das nicht. Ich meine, nur so, sie haben sich nur so die Haare rumgezogen. Mhm. So. Aber das war, ist hier in Deutschland passiert? Ja, hier in Deutschland, Bei deiner Familie in Deutschland? Genau. Mhm. Ja, und... So, ja, jetzt aber nochmal die Frage, warum gehst du fremd? Ja, ich bin jetzt fremd gegangen, weil meine Eltern sie nicht akzeptiert haben. Und dann ich konnte mich nicht entscheiden. Ich konnte meine Eltern nicht verlassen. Ich war irgendwie so zurückhaltend. Achso, du wolltest irgendwie, verstehe ich es so richtig, dass du dann irgendwie versucht hast, vielleicht sogar von deiner Freundin, damaligen Freundin wegzukommen. Genau. Und eine andere Frau ausprobiert. Nee, nicht so. Ich war mit ihr 3 Jahre zusammen. Ja. Und dann haben meine Eltern so immer zwischen uns immer rumgehakt, nee, die passt nicht zu dir und. Ja. Dann haben irgendwie so meine Eltern so mich beeinflusst. Ja. So, dass, okay, ja. Ich versuche mal die andere Seite mal so, verstehen Sie? Ja, so, aber die andere Seite. Ich verstehe schon, die Eltern haben dich beeinflusst, aber warum bist du denn fremdgegangen? Ja, ich bin dann fremdgegangen, weil, ich weiß es nicht, ich konnte mich dann nicht mehr entscheiden. Sie oder eine andere. Aber dann, wo ich sie dann verlassen habe und sie hat gesagt, jetzt ist Schluss, sie hat dann einen Schlussstrich gezogen und ist auch weggegangen, ist umgezogen, hat sich eine Wohnung gesucht und alles. Ja. Aber dann habe ich dann nach ungefähr 2 Monate oder so, ich bin kaputt gegangen ohne sie, ich konnte sie. Also da habe ich richtig dann gemerkt, so wie es ohne sie ist. Hast du gemerkt, dass dein Herz wirklich an ihr hängt? Genau, dass es überhaupt nicht geht ohne sie. Sag mal, Rami, hast du das so... Also ich verstehe das hier schon in der Richtung, dass dieses Fremdgehen wirklich auf Druck der Familie passiert ist, dass du dadurch versucht hast, vielleicht irgendwie noch einen anderen Weg einzuschlagen und das aber nicht gemerkt hast, dass das der falsche Weg ist. Ja, natürlich. Hast du ihr das so auch erklärt, deiner Frau? Ja, natürlich. Ich habe ihr das auch so erklärt. Ich habe ihr gesagt, so und so ist passiert. Aber dann hat sie mir vorgehalten, ja, du bist mich schon mal fremdgegangen, nicht nur in diese 2 Monate. Und okay. Ist natürlich auch klar. Da ist man verletzt, wenn sowas passiert ist. Wärst du auch. Ja, natürlich. Ne? Ist man sauer. Aber sie hat jetzt zu dir gesagt, ich verzeihe dir. Ja. Und du bist jetzt misstrauisch. Ja, ich habe Angst, dass sie... Pass auf, dieses Misstrauen oder auch diese Angst kann natürlich vieles kaputt machen. Die einzige Chance, die ihr beiden jetzt habt, du hast dich entschuldigt. Du hast es ihr erklärt. Ja. Du hast ihr wahrscheinlich auch 100.000 Mal gesagt, wie sehr du sie liebst und ihr, genau, ne? Und ihr gesagt, dass das nie wieder vorkommt. Ja, so, jetzt gib dir, euch und ihr eine neue Chance, eine weitere Chance. Lass dich nicht zu sehr auffressen von der Angst und von dem Misstrauen. Lebt jetzt einfach. Natürlich kann es passieren, dass sie es tut. Vielleicht. Ich hoffe nicht. Ja, aber es hilft jetzt gar nichts, nur ständig darüber zu grübeln. Da macht ja, jetzt kommt sogar die Eifersucht bei mir. Ich gucke so immer, wenn sie irgendwas tun will oder... Ja, das darfst du nicht. Ich verstehe, da musst du dich zurückhalten. Da machst du mehr kaputt, als du gewinnst. Du hast dich entschuldigt. Mehr kannst natürlich du nicht machen. Ich habe mich entschuldigt, so. Ich habe gesagt, sowas kommt nie wieder vor. Ja, und genau, du hast dich entschuldigt, du hast dich erklärt. Mehr kannst du nicht machen. Und sie hat dir und euch ja auch immer noch mal eine Chance gegeben, indem sie gesagt hat, ich verzeihe dir. Richtig. So, deine Aufgabe ist erledigt. Jetzt verhalte dich ordentlich dem Mädel gegenüber, aber krall und klammer nicht zu sehr und sei nicht zu eifersüchtig, das nervt sie nur. Da machst du mehr kaputt oder das gibt vielleicht einen Rückschlag. Ich würde an deiner Stelle jetzt, das ist hart, weiß ich, aber beiß die Zähne zusammen und leb ein normales Leben mit ihr. Verhalte dich gut und leb ein normales Leben. Ja, das tue ich ja auch, das versuche ich jetzt auch. Ich habe ihr auch versprochen, alles okay zu machen und so, alles okay, wieder für mich von meinen Eltern zu trennen und für uns nur entscheidendes Leben zu treffen und so. Ja. Und sie will es ja auch. Guck mal, ich finde jetzt zum Beispiel auch klasse, dass du gegen deinen Willen deiner Eltern, das ist ja nur auch nicht so einfach, dich für die Frau entschieden hast. Das ist ja auch ja, schon mal ein groß... Aber ich bin so ein Typ, so ich bin mit meiner Familie aufgewachsen und so ich liebe auch meine Eltern, verstehen Sie? Natürlich, klar. Ja. Und ja, das Problem ist, ich kann nicht jetzt meinen Eltern einfach Tschüss sagen. Ja. Ich habe auch mit ihr schon mal in Euskirchen, also sie wohnt in Euskirchen, und ich habe mit ihr 5 Monate da gelebt und meine Eltern immer Druck und wir haben da ein bisschen Geldprobleme gehabt und so. Dann haben meine Eltern so diese Situation ausgenutzt, damit die uns wieder dann auseinander zu trennen. Okay, da musst du natürlich eine klare Priorität setzen. Musst du sagen, das ist meine Frau, Punkt aus. Um auf das Grundthema nochmal zurückzukommen, halte dich zurück. Quatsch es auch nicht kaputt, euer ganzes, rede nicht zu viel. Leb einfach, leb ordentlich und leb gut mit deiner Frau. Okay? Ja. Alles Liebe und toi, toi, toi. Jo, danke schön. Tschüss, Rami. Jo. Tschüss. Oh, jemand, der so ähnlich heißt wie ich. Damian, 26, hallo. Hallo, Damian. Heißt du wirklich so?
Ja. Das aber nur mit Vornamen. Du heißt mit Vornamen Damian, ja. Genau. Das wäre lustig, wenn ich auch mit Vornamen Damian heißen würde. Damian Domian. Ja, wäre ein schöner Name. Ne? Damian! Ja. Diese Frau macht mir Angst. Ja. Ich habe Angst vor dieser Frau. Was ist da los? Welche Frau? Bei mir geht es um, hört sich zwar blöd an, um meine Mutter. Mhm. Warum? Und zwar, kleine Vorgeschichte halt. Meine Eltern haben sich 84 scheiden lassen, also schon vor 20 Jahren. Mhm. Und meine Mutter hatte damals Verhältnis mit dem Chef von meinem Vater und ist dann auch mit dem zusammengeblieben, haben auch geheiratet später. Mhm. Und ja, seitdem, damals hatte sie sich nie wieder gemeldet. Und wo bist du aufgewachsen? Mit meinem Vater. Mit dem Vater. Ja, die hatte auch damals das Sorgerecht. Und gibt es noch ein Kind? Wie bitte? Gibt es noch ein Kind? Von der Mutter jetzt. Ja, hast du noch Geschwister? Nee, ich habe einen Halbbruder, das war aus der ersten Ehe von meiner Mutter, aber den hat sie damals halt mitgenommen und mich zu meinem Vater gegeben, der wollte mich auch haben und alles. Ja. Und damals war es auch schwer, dass ein Vater Sorgerecht kriegt, aber dadurch, dass meine Mutter mich halt dann in Anführungsstrichen nicht wollte, ne, ging das auch. Und dann jedenfalls hatte sie sich nie wieder gemeldet. Ne? Die hat sich nie wieder gemeldet? Nee, überhaupt nicht, wie obwohl die in der Nähe wohnt. Wie viele Jahre nicht? Ja, bis zu meinem 18. Geburtstag kam zum ersten Mal eine Karte. Ja. Das war auch das Einzige. Wie alt warst du, jetzt muss ich schnell rechnen, wie alt warst du, als die sich getrennt haben? 6 Jahre. 6 Jahre. Genau. Das ist ja eine verdammt lange Zeit. Ja. Die eigene Mutter hat sich bis zu deinem 18. Lebensjahr nicht bei dir gemeldet, obwohl sie quasi um die Ecke wohnt. Genau, ja, sagen wir mal ein paar Kilometer. Aber, egal. Ne? Mhm. So, dann kam eine Karte mit zum 18. Geburtstag. Was stand da drin? Lieber Sohn, alles Gute oder was? Ja, da stand drin, jetzt bist du volljährig und du kannst machen, was du willst, so in der Art, ne? Na super, tolle Erkenntnis. Wusstest du auch alleine, ne? Genau, ja. Jedenfalls, ja, sie hat natürlich den Chef von meinem Vater, wie gesagt, geheiratet und der hat auch mega viel Geld und ich und mein Vater haben uns wirklich über die Jahre so durchgeboxt halt, ne? Und ja, mein Vater ist dann 2001 verstorben an Krebs und ja, dann am Tag der Beerdigung kam auf einmal ein Anruf, zwei Stunden vor der Beerdigung, meine Mutter. Also ich hörte wirklich, wo ich das erste Mal so als Kleinkind konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, das erste Mal die Stimme von meiner Mutter, ne? Und wollte mit mir Kontakt, also nicht mal irgendwie gefragt, wie es mir geht und so, sofort, ja, ich möchte mit dir Kontakt wieder, jetzt wo mein Vater tot ist, so. Also das hatte sie aber mitbekommen, dass der Vater gestorben ist. Ja, ja, also wie gesagt, die wohnt um die Ecke, ich denke mal, ne? Ja, und ich habe das jetzt verweigert über viele Monate hinweg und die kam immer Briefe und so, ne? Und ja, irgendwann hat sich das zugespitzt. Dann kam sie mit Androhungen halt, ne? Also ich beziehe von ihr weiterhin Kindergeld etc., ne? Und das hat's dann erstmal gestrichen, ne? Mit der Androhung, ja, weil sie auch wusste, ich bin eben allein, ich habe auch keine anderen Angehörigen mehr, ne? Muss ich dazu sagen. Also sie hat gesagt, wenn du nicht zu mir kommst, ja, wenn du nicht mit mir redest, und dann kriegst du keine Kohle. Genau, so lief das auch, ne? Nun sind ja ein paar Jahre vergangen seitdem. Wie ist denn das ganz aktuell heute? Ja, das ist es ja. Im Moment ist es halt so, dass, also wir einen richtigen, ich habe ihr dann endgültig gesagt, soll mich in Ruhe lassen etc. Und dass ich einen Anruf gekriegt habe von einem ihrer Brüder, wer das ist, weiß ich nicht. Und der mir gedroht hat, wenn du den Kontakt zu deiner Mutter nicht nimmst, dann werden wir dich dazu zwingen. Ne? Und diese Leute, diese Brüder, ich meine, ich habe auch keinen Kontakt zu denen, aber die sind harte Burschen, also. Bist du sicher, dass es ein Bruder ist von ihr? Ja, genau. Warum bist du sicher? Weil ich die kenne, also ich kenne die vom Sehen, die wohnen hier bei mir auch um die Ecke, das ist alles hier. Aber so. Derjenige hat doch nur angerufen. Dann ja, ich kenne den, aber von der Stimme her halt. Ja. Ne? Warum? Also man sieht die, man läuft den über den Weg und dann weiß man auch, wer das ist. Wann war dieser Anruf? Boah, der ist einen Monat her ungefähr. Also eine richtige Drohung. Ja. Aber was steckt denn dahinter? Warum wendet sie denn solche Mittel an, um Kontakt aufzubauen? Ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, du ruf mal an, oder ob sie dann sich bei denen ausgeweint hat und ich weiß nicht, was hinter solchen Leuten steckt, warum die das jetzt machen, ne? Weil ich habe auch mein eigenes Leben und ich weiß nicht, was sie erwarten nach so vielen Jahren. Was ist der Grund, warum du mit deiner Mutter keinen Kontakt haben willst? Der Grund ist, dass sie damals einfach so gegangen ist und nie den Kontakt aufrecht gehalten hat und mich und mein Vater nie unterstützt hat. Ich meine, Du hast ja damals mit ihr telefoniert, aber es gab kein längeres Gespräch, auch am Telefon nicht, ne? Überhaupt nicht. Als sie da anfing und sagte, jetzt wo dein Vater tot ist, können wir ja wieder Kontakt miteinander haben, habe ich sofort aufgelegt, weil war zwar schon vor der Beerdigung und ist jetzt nur so eine Idee von mir. Ja. Was wäre denn, wenn du sagst, okay, ich treffe mich jetzt mal einmal mit der? Ja, das hatten wir auch schon. Ach, das hatte der doch schon. Einmal und das war unter dem falschen Vorwand. Damals hat sie vorgegeben, sie wäre schwer krank. Ja. Und da habe ich damals gesagt, pass auf, komm,
du gibst dir eine Chance und lässt dir mal aus der anderen Sicht erklären halt, ne? Ja. Also mir wurde von meinem Vater nie gesagt, die Frau ist schlecht und ja, darf sie nie mit der treffen oder so, ne? Hast du denn bei dieser Begegnung ihr das dann gesagt, dass du so Nee, das war ganz komisch halt. Ich kam dann dahin und bin dann einfach hingefahren, weil ich gehört habe, sie soll schwer krank sein und liegt im Bett und was war, sie kam dann gerade vom Einkaufen, ne? Mhm. Und dann hat sich das so rausgestellt, na, ich bin einfach abgehauen und nachher hat sie rausgehört, das stimmte gar nicht. Ach so, es gab da kein großes Gespräch. Nein, überhaupt nicht. So, jetzt trotzdem nochmal mein Vorschlag. Was wäre davon zu halten? Vielleicht ist es auch ein schlechter Vorschlag, lass uns gemeinsam drüber nachdenken. Ja. Doch nochmal zu sagen, okay, ich treffe mich jetzt mit dir. Ja. Und dann wirklich Tacheles zu reden und ihr zu sagen, pass auf, aus den und den Gründen ist meine emotionale Lage dir gegenüber so. Ja. Und deshalb möchte ich einfach mit dir keinen Kontakt. Lass mich einfach in Ruhe. Aber ich habe es dir diesmal jetzt erklärt. Vielleicht ändert sich meine Meinung, dann werde ich mich bei dir melden. Aber lass uns einfach jetzt Weitersendepause halten. Ja, so in der Form habe ich das schon in Briefen gemacht. Ach, in Briefen hast du schon gemacht? So habe ich das schon gemacht. Ah, ja. Und das hat mich abgenommen. Und irgendwie würde ich mich, auch wenn es doof klingt, im Endeffekt auch schlecht gegenüber von meinem Vater fühlen. Mhm. Wenn ich jetzt diese ganze lange Jahre, die er sie aufgeopfert hat, dass dann in so einem Treffen, weil ich denke mal, die Frau macht das jetzt Verstehe. Für sich. Verstehe. Vor allen Dingen, wenn du es ihr geschrieben hast, dann reicht es ja auch aus. Dann müsste sie ja nur wirklich so viel Respekt vor dir haben. Du bist ein erwachsener Mann, um zu sagen, ich lasse die Finger jetzt von ihm. Ja. Das ist ja nun übel. Und jetzt drohen dir die Brüder Schläge an. Ja, so ich weiß nicht, was sie damit meinen, mit dem Ausdruck, wir zwingen dich dazu. Ne? Aber man kann sich ja das Übelste vorstellen. Mhm. Und wir hatten auch letzte Mal, meine Freundin wohnt ja jetzt auch bei mir und wir hatten letzte Mal in der Nacht hatten wir hier eine Begebenheit, dass hier im Dunkeln plötzlich jemand vor der Tür stand, ne? Wenn ich nicht zufällig aufgestanden wäre und unten haben also, wir dann... das ist dann wirklich das reale Angst, ne? Ja, du kriegst ja Paras, ja, ne? Hast du über irgendwas nachgedacht, was du machen könntest, wie du dich wehren könntest? Ja, mein Gott, ich kann jetzt nur abwarten, was passiert. Also bis jetzt ist nichts mehr gekommen in den letzten zwei Wochen oder so, ne? Aber man weiß ja nie. Mit der Polizei hast du noch keinen Kontakt gehabt? Nee, ich glaube auch dann, wenn ich da jetzt, ich habe einen Kollegen, der ist bei der Polizei, ne? Und der sagt, den habe ich auch mal gefragt, was kann man dagegen machen? Sagt er, solange nichts passiert, können wir da auch nichts machen. Das ist genau das Problem. Ja. Das ist genau das Problem, ja. Das heißt, im Prinzip bleibt ja nichts anderes übrig, als erstmal abzuwarten. Ja. Und zu hoffen, dass das Ganze sich dann doch jetzt irgendwie verflüchtigt. Obwohl, die ist ja zäh, ne? Ja, das geht ja jetzt über so viele Jahre schon. Ja. Was ist denn das für eine Frau? Was ist denn das für ein Mensch? Ich kenne sie ja, das Problem, ich würde ja gerne mehr über sie sagen, aber ich kenne sie ja eigentlich gar nicht, ne? Also sie ist ja irgendwie meine Mutter, aber irgendwie... Aber was für ein Teufel dahinter steckt, ja, dass sie dich nicht in Ruhe lässt, ja, dass sie dich nicht respektiert, dass sie dich schon dass sie sich schon nie um dich gekümmert hat, um ihren eigenen Sohn, finde ich schon schlimm genug. Ja. Aber jetzt dir da so penetrant auf die Pelle zu rücken. Vor allem, da werden ja ständig alte Wunden aufgerissen. Natürlich. Und ich komme auch gar nicht zur Ruhe irgendwie. Ja, ja. Also mich beschäftigt das irgendwie jeden Tag. Ja. Und das ist irgendwie traurig, dass ich da in Angst sein muss. Ne? Wann hast du den letzten Brief geschrieben? Oh, der war, da musste ich sogar einen Anwalt holen, weil sie damals irgendwie für BAföG nichts unterschrieben hatte. Ne? Das war vor Anfang des Jahres. Aber das war kein... Das, klar gesagt. Das war dann auch mit einer privaten Aussage? Ja, ganz klar habe ich ihr gesagt. Vielleicht ändert sich jemand meine Meinung, aber ich habe auch nichts Beleidigendes reingeschrieben. Einfach mir von der Seele geschrieben. Ja, ja. Und wie gesagt, jetzt kam das wieder. Ne? Ja. Also. Der Brief war im Januar. Ja. Und dieser Anruf ist jetzt noch gar nicht so lange her. Das heißt, Monat. Das heißt aber, da war schon ein dicker Zeitpuffer dazwischen. Ne? Ja, sicher. Ja, also ich war auch froh eigentlich. Vielleicht haben sie sich ja nur irgendwie in die Wut geredet und vielleicht, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es nicht so ernst zu nehmen. Ich meine, die Mutter von ihr, also meine eigentliche Oma, ist jetzt auch gestorben. Vielleicht war so ein Anstieg da nochmal, dass sie emotional wurden und jetzt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also hoffen wir, dass sich das Ganze irgendwie verflüchtigt. Ja, sicher hoffe ich das. Ich bin da ganz auf deiner Seite, jetzt nichts zu machen und vor allen Dingen... es ist wirklich schlimm. Ich bin, wenn man sich das vorstellt, dass eine Mutter sich so verhält einem Sohn gegenüber. Sie kann ja nicht, wenn sie irgendetwas bereut, kann sie es ja nicht erzwingen, es wieder gut zu machen. Ne? Ja, es geht ja nicht. Da habe ich ja auch geschrieben. Ne? Also sie kann ja mich nicht zwingen, jetzt sie wieder lieb zu haben. Genau so. Ne? Ich kenne sie ja gar nicht. Ja. Damian, ich drücke die Daumen, dass du Ruhe hast und Ruhe findest vor der Frau. Ja, das hoffe ich auch. Das wünsche ich dir wirklich, ja. Alles Gute. Ja, dir auch. Dankeschön. Auch weiter so. Tschüss. Ja, tschüss. Von Damian geht's jetzt zu Diana. 22, hallo Diana. Hallo.
Hallo. Welche Frau? Ich habe Angst vor meiner Mutti. Auch die Mutter? Ja. Warum? Also zumindest, ich habe nicht Angst vor ihr, sie macht mir Angst. Warum? In dem Sinne, sie macht Andeutungen, dass sie sich umbringen möchte. Aha. Seit neuestem? Ja, seit zwei, drei Monaten etwa. Hast du eine Ahnung, warum? Ist sie krank? Hat sie Schulden? Ist sie unglücklich? Nein. Ihr Freund hat sich von ihr getrennt. Sie hat immer so in der Beziehung eine Pechsträhne gehabt und war vorher schon mal depressiv gewesen. Mhm. Wie alt ist sie? 43. Ja. Wie lange war sie mit ihrem Freund zusammen? Nicht lange, ein Dreivierteljahr etwa. Ach, nur ein Dreivierteljahr. Mhm. Mhm. Und was sind das für Andeutungen, die sie macht? Sie hat schon mal selber versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Mhm. Allerdings nicht so ernsthaft, denn sie behauptet, es war in einer Blackout-Situation. Sie kann sich daran nicht erinnern. Mhm. Hat sich auch nicht so ernsthaft geschnitten, dass sie hätte dran sterben können. Mhm. Aber halt schon mal so, für mich war es wie ein Hilfeschrei. Mhm. Ja, ja. Dann eine andere Sache war, ich habe ihr von Antidepressiva erzählt, die in der zweiten Woche zu Selbstmordgedanken führen und die ich zurzeit wegen meiner Katze da habe. Und sie erzählte mir nur, ich soll sie verstecken, wenn sie kommt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was hast du wegen der Katze da? Antidepressiva. Das ist nur für die Katze gedacht. Für die Katze? Ja. Wie bitte? Antidepressiva für die Katze? Ja, ja. Aha. Und das hab, ja, und die hast du versteckt, damit deine Mutter die nicht nimmt? Nee, meine Mutti sagte nur, so wie ich ihr von der Nebenwirkung in den Tabletten erzählte, sagte sie nur, ich soll sie verstecken, wenn meine Mutti vorbeikommt. Ach so. Dass sie die nicht nimmt. Ja. Hm. Jetzt muss ich mal kurz eben eine kleine ein Nebenzweig aufmalen. Wieso bekommt deine Katze Antidepressiva? Weil die nie ganz normal ist. Die Katze? Ja. Und dann verschreibt man Katzen auch Antidepressiva? Versuchsweise. Ach. Also das wird dann nicht so doll dosiert wie bei Menschen, also um Gottes Willen. Und hilft es ein bisschen? Ich hab's noch nicht lange für die Katze. Ach so, gut. Gehen wir wieder zu dem Hauptthema zurück, weil ich das habe ich so noch nie gehört. Ist deine Mutter in einer Behandlung, in einer psychologisch-psychiatrischen Behandlung? Psychiatrisch nicht, ich glaube nicht. Mhm. Sie war beim Allgemeinarzt, sie erzählte mir letztens, dass ihr Arzt sie in die Psychiatrie überweisen wollte, ja. Sie das dann aber nicht gemacht hat. Ja. Sie war jetzt auch 4 Wochen krankgeschrieben deswegen. Mhm. Dein Verhältnis ist zu deiner Mutter? Eigentlich gut. Eigentlich gut. Du bist das einzige Kind? Nein, wir sind 3 Kinder. 3 Kinder. Mhm. Und sie redet auch mit uns allen dreien offen. Mhm. Aber wir sind halt alle drei etwas distanziert, wenn sie dann mit dem Thema anfängt. Also wir wissen alle drei nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ja. Und haben auch das Gefühl, dass sie sich immer mehr reinsteigert, wenn wir drauf eingehen auf das Thema. Mhm. Aber ich finde schon, dass man, wenn man ein gutes Verhältnis zu den Eltern hat und man kriegt so etwas mit, dass da seelisch etwas so nicht läuft, wie es laufen sollte, dass man redet, dass man offen redet, dass man, und die Verantwortung hast du ja auch, bis 22 Jahre alt, dass du deiner Mutter klar machst, A, dass du sie verdammt gerne hast und dass du sie brauchst und dass ihr Geschwister eure Mama braucht und dass das Schlimmste auf der Welt wäre, wenn die Mama nicht mehr da wäre. Ja, aber wir haben halt alle wirklich das Gefühl, dass sie sich immer mehr reinsteigert. So, pass auf. Wenn wir dann mit ihr reden. Ja, nee, lass mich weiter, sagen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ihr gemeinsam mit ihr überlegen solltet, was das Beste wäre für sie, was sie unternehmen sollte. Gleich in eine Psychiatrie zu gehen, schrecken die meisten Menschen ja zurück. Mhm. Vielleicht solltest du vielleicht auch gemeinsam mit deinen Geschwistern einfach dich mal umhören in eurer Umgebung, in der Stadt, wo deine Mutter lebt. Wo ist da ein guter Psychiater? Und ihr einfach sagen, pass auf, ja, wir haben das hier recherchiert, das ist ein guter Arzt, ein Bekannter von mir ist da auch, oder dass ihr irgend sowas rausbekommt und ihr einfach das Angebot macht und ihr sagt, geht doch mal hin, versuch es doch mal. Dass auf irgendwas in die Wege geleitet wird. Dass ja, sie damit, es fällt uns halt wirklich nicht leicht, mit ihr drüber zu reden. Ja. Wir denken immer, das steigert sie wirklich mehr rein und letztendlich wird sie sich noch was antun, nur weil wir mit ihr drüber reden. Glaub weil das vielleicht auch ein bisschen Mitleid sein möchte, was sie da... Ja, okay, dann mitleidet sie ruhig ein bisschen. Wichtig ist ja, dass sie das Gefühl hat, sie hat einen Ansprechpartner. Wenn sie das Gefühl hat, ich darf da gar nicht groß anfangen, bei denen darüber zu sprechen, ist es auch nicht gut. Ja, wir sind auch überfordert damit. Natürlich, deswegen sage ich ja. Das ist ja, natürlich könnt ihr ihr wahrscheinlich letztendlich nicht helfen, wenn es wirklich eine Erkrankung ist, eine depressive Erkrankung. Dann gehört sie in medizinische Hände.
Und daher mein Vorschlag, hilf ihr jemanden zu suchen und recherchiere. Wie man das macht, können wir dir vielleicht noch ein paar Tipps geben. Denn da ist man manchmal ja auch hilflos als Laie. Wie finde ich einen guten Arzt, einen Psychologen oder einen Psychiater für meine Mutter? Ja. Was meinst du denn, wie sie dann reagieren würde, wenn du sagst, pass mal auf, hier ist jemand, von dem habe ich Gutes gehört, geh doch mal dahin. Wie würde sie da reagieren? Ich denke, sie würde es abschlagen, den Vorschlag. Gut, aber da hast du was unternommen. Sie würde sich vielleicht drüber freuen, dass wir uns doch gekümmert hätten, aber sie würde es dann nicht in Anspruch nehmen. Mal versuchen, vielleicht aber doch. Vielleicht nicht sofort, aber vielleicht nächste Woche. Ja? Und sie würde sich freuen, wie du jetzt gerade schon sagst, das ist ja auch schon mal viel wert, da hat sich jemand um mich gekümmert. Das heißt, für sie, sie ist viel wert für euch. Ja? Und ihr macht euch Gedanken, du machst dir Gedanken. Finde ich immer wichtig, würde ich mich an ihrer Stelle aufrollen. Wenn ich mich schlecht fühlen würde und meine Kinder würden dann sagen, pass mal auf, so und so und so und so. Wenn ich vielleicht auch nicht sofort hinginge, aber ich würde denken, würde ich mich freuen und in einer stillen Stunde vielleicht drüber nachdenken, ich gehe doch hin, ich versuch's mal. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und meine Psychologin, die Elke, ruft dich nochmal an. Ja. Und die kann dir hoffentlich noch ein paar Tipps geben, wie du da gut recherchierst. Okay? Ja, danke dir. Alles Gute und toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Michael, 30 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Michael. Ja, guten Abend, guten Morgen, Domian. Ja. Ja, wir reden über Frauen, vor denen man Angst hat. Ja. Und du machst bitte mal den Fernseher und das Radio ganz leise. Ja. Danke. Ja. Welche ist das denn bei dir, welche Frau? Das ist eine sehr junge, die ist 16. Aha. Und die ist dabei, mein Leben zu zerstören. Weil die mich angezeigt hat, jetzt ist schon gut 2 Monate her, wegen einer Vergewaltigung, angebliche. Mhm. Das heißt, du sagst, da ist definitiv nichts passiert? Nee, überhaupt nichts. Und was genau wirft sie dir vor? Dass ich sie vergewaltigt habe. Ich habe durch die Sache meinen Job verloren. Mhm. Wie sollst du sie angeblich und wo vergewaltigt haben? In welcher Situation? Angeblich im LKW, weil ich bin LKW gefahren. Ja. Und ich habe halt einen Fehler gemacht, dass ich sie mit im LKW genommen habe. War das eine Anhalterin? Nee, das ist von meiner Nichte. Ach so. Eine Freundin. Moment, eine Nichte, die Freundin von einer Nichte? Von meiner Nichte, ja. Eine Freundin von deiner Nichte. Ja. Und die wollte irgendwo hin und hast du gesagt, naja, kannst du ja mitfahren? Nee, die hatte mich dann halt gefragt, ob sie mitfahren darf. Ja. Erst hatte ich gesagt, nein. Mhm. Und dann habe ich mich halt doch breitschlagen lassen. Ne? Ja. Und dann ist sie mitgefahren? Ja, dann habe ich sie mitgenommen. Und die Fahrt ist ganz normal verlaufen? Ja, habe sie dann halt mitgenommen und bin dann Richtung Frankfurt und habe mich da auch korrekt verhalten. Mhm. Bin dann morgens um 3 wieder in Köln gewesen, wo ich dann entladen musste. Und dann sind wir nach Hause gefahren, habe ich sie zu Hause abgesetzt. Und die ganze Zeit war sie bei dir? Die ganze Zeit war sie bei mir und eine gute Woche später, danach fing sie an, mich zu erpressen. Und habe ich gesagt, du kannst ja zur Polizei gehen, weil da nichts war. Mhm. Und halt seitdem geht das nonstop nur Terror. Aber sie wollte, was wollte sie eigentlich? Sie wollte mit dir fahren bis nach Frankfurt? Ja, und wieder mit zurück. Das ist ja eine Nachttour gewesen. Und warum wollte sie das? Weil es Ferien waren und die hat gesagt, dann, ich weiß auch nicht mehr so jetzt ganz genau, das ist halt... Ist ja seltsam, ne, dass so ein junges Mädel sagt, ich will einfach mal so eine Nachttour mitfahren mit einem Typ, den ich gar nicht so kenne. Sie wusste ja, dass ich der Onkel bin von... Ja, schon, aber... ihre Freundin. Klar, aber dennoch wundert mich das so ein bisschen. Ich dachte, sie wollte nach Frankfurt und wollte dich einfach so als Fahrer nutzen. Aber das ist nicht der Fall. Sie wollte einfach nur mitfahren. Einfach nur mitfahren. Und habt euch dann ganz normal und nett unterhalten die ganze Zeit und zwar eine gute Stimmung? Ja, wir haben uns ganz normal unterhalten an der Raststätte, wo wir auch Pause machten. Mit den Kollegen hat sie auch ganz normal gesprochen. Mhm. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Und hat dir das geschmeichelt, da so ein junges Mädel plötzlich die ganze Nacht bei dir zu haben? Nee, weil ich habe ja auch nur meine Nichte mitgehabt. Von daher
gibt das gar nicht. Achso, bist du schon gewohnt, dass ja, da mal jemand mitfährt? Habe noch andere Neffen und Nichten, die dann auch zwischendurch schon mitfahren. Verstehe. Gefahren sind. So, und dann nach einer Woche hat sie angefangen, dich zu erpressen. Ja, ich sollte ihr halt Geld geben von Tattoo und habe gesagt, gibt es nicht. Mhm. Wofür? Und dann kam dann ein das andere, dann zeige ich dich an wegen Vergewaltigung. Mhm. Und das hat sie jetzt gemacht? Und das hat sie gemacht. Und seit 2 Monaten kriege ich nachts kein Auge zu. Ja. Ich habe meinen Job verloren. Deshalb? Deshalb, weil die bis zu meinem Arbeitgeber gegangen sind. Wie weit ist der Stand der Ermittlungen denn jetzt im Moment? Dass noch weiterhin geforscht wird, weil sie hat angegeben, dass ich auch meine Nichte sexuell missbraucht haben soll. Hm. Was auch nicht stimmt. Nee. Und halt heute... Aber dann hast du doch gute Karten. Deine Nichte wird doch wahrscheinlich nicht gegen dich aussagen. Nee, aber es ist halt... Dass das heute mich so belastet, warum und weshalb, geht an meinen Kindern halt, wie gesagt, dann draußen, sie sind Kinder von meinem Vergewaltiger. Was sagt denn deine Frau zu der ganzen Sache? Die steht zu mir, die sagt auch, was da in den Kopf vorgeht, sie kann das auch nicht verstehen. Und hast du denn mit deiner Nichte schon über diese Vorfälle gesprochen? Ja, sie weiß halt, sie war ja schon einmal bei einer Vorladung bei der Polizei. Und wie stellt die Nichte sich, wie stellt sie die ganze Sache dar? Ja, dass es nicht der Tatsache entspricht. Aha, also das ist schon mal eine ganz klare Aussage. Deine Nichte sagt, der hat mir nie irgendetwas angetan. Richtig. Das ist ja schon mal gut. Das macht dieses Mädchen ja unglaubwürdig. Ja, aber dann hat sie, weil sie wahrscheinlich, denke ich mir mal, nicht durchkam, hat sie dann angegeben bei der Polizei, dass ich meinen Nichte halt missbraucht haben soll. Ne? Dann wen missbraucht? Meine Nichte missbraucht haben soll, auch vergewaltigt haben. Ja gut, aber die hat doch nun gesagt, dass das nicht stimmt. Ja, aber das, ich weiß nicht, ob du das verstehst, du sitzt in einem Albtraum. Ja, ich verstehe schon, Ja? Ich verstehe schon, was das für eine Belastung ist. Auch wenn die Situation vielleicht im Moment ganz günstig ist. Wie alt ist deine Nichte? Meine Nichte ist 14. 14, ja. Das ist natürlich Horror, wenn man in so eine Situation hineingetrieben wird. Und alles kaputt gemacht wird um einen herum und man weiß selbst, es ist alles erstunken und erlogen. Ja, aber es hat mich so weit jetzt fertig gemacht und dann gab es heute mit meiner Frau einen kleinen Dispo-Tag und durch die Sache wollte ich mich halt fertig machen, weil ich nicht mehr schlafen kann und da bin ich auf meine Frau losgegangen. Ne? Mhm. Also die Nerven liegen blank? Die liegen blank. Ich habe meine Frau vorher nie geschlagen und da ist es ziemlich heftig, habe ich die dann gehauen und gehabt. Heute? Heute, ja. Mhm. Hast du dich entschuldigt schon? Ja, habe ich mich entschuldigt. Es tut mir auch unheimlich leid. Nur. Und hat sie die Entschuldigung angenommen? Ja, sie hat gesagt, wir stehen da zusammen durch, aber hast du denn einen guten Anwalt? Ja, ich habe einen guten Anwalt. Wie sieht der die Situation denn? Weil sie halt noch unter den Minderjährigen ist, es halt eine Sache, ne? Ist es halt eine Sache. Also es ist schwierig im Klartext. Da steht Aussage gegen Aussage. Ja, richtig. Weil ich im Prinzip keinen Zeugen habe. Aber sie ja auch nicht. Abend dabei war, ne? Aber sie ja auch nicht. Ja, aber er wird etwas mehr geglaubt als mir, ne? Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du mir die Wahrheit sagst. Also ich scherze bestimmt nicht mit solchen Dingen. So, Michael, und wenn du mir die Wahrheit sagst, ist das wirklich eine Horrorsituation. Ja, da hast du wirklich mein ganzes Mitfühlen. Das kann einen Menschen, einen Mann und das kann eine Familie wirklich kaputt machen, sowas. Ja, ich habe ja schon Gedanken, mir was anzutun. Weil Moment. Mehr, ne? So schnell nicht, ne? Du hast eine Frau, du hast Kinder. Ja, das fällt mich ja noch ein bisschen, aber... Genau. So. Ich weiß nicht, das ist ein enormer Druck und es ist ja durch dieses Gerede, man wird von den Leuten schief angegangen, beschimpft und alles. Ja, ja. Das ist das, weil viele denken, na, vielleicht stimmt's ja doch, ne? Und schon hat man einen schlechten Ruf weg. Das verstehe ich, das kann ich gut nachvollziehen, dass du dir das jetzt, dass du das so empfindest. Ich merke auch, dass du wirklich sehr angeschlagen bist, deswegen möchte ich dir anbieten, dass wir dich jetzt nochmal gleich zurückrufen.
und vielleicht auch mit meiner Psychologin noch mal ein paar Sachen überlegen, wie wir dir, juristisch bist du in guten Händen, offensichtlich, hoffentlich, noch vielleicht ein bisschen psychologisch helfen können mit irgendetwas. Weil ich denke schon, dass das mir hilft, weil das ist schon so weit, dass ich dann meine Frau angreife, ne? Ja, und das darf eben nicht passieren. Das darf nicht passieren. Wir machen das so. Meine Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an und dann beraten wir gemeinsam weiter. Okay? Okay, danke, Domian. Alles Gute. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Ja, tschö. Sebastian, 25 Jahre alt. Hallo, Sebastian. Guten Abend. Ja, guten Abend. Also. Ja, ich wollte nachfragen, so, was du dazu sagst vielleicht. Mhm. Ich war bei einer Kartenlegerin. Ja. Und die hat mir einiges gesagt, so, was war früher, was kommen wird und so. Und ich weiß nicht, ob ich das richtig so glauben soll. Ah, also diese Frau macht ja Angst, die Kartenlegerin. Ja, ja, und dass ich dann meine Ex-Freundin wieder treffe, mit der ich 5 Jahre zusammen war. Mhm. Und vor das habe ich einfach Angst, weil ich das nicht will. Hat sie dir auch noch schlimmere Sachen vorher gesagt, beispielsweise das oder wann du sterben wirst? Nein, das habe ich nicht so gefragt. So, es ging mehr um die Liebe, was mit mir passiert, so persönlich, so in Zukunft. Und die hat gesagt, dass deine Ex-Freundin zu dir zurückkommt? Ja, dass wir uns treffen werden, dass wir uns aussprechen werden. Und du möchtest, dass es dann wieder Streit gibt und dass wir uns dann wieder versöhnen, dass meine Schwester heiraten wird und Zwillinge kriegen. Das ist auch so eingetroffen. Mhm. Die hat jetzt im November geheiratet. Wann warst du bei der Kartenlegerin? Vor 3 Tagen. Vor drei Tagen? Ja, ja. Und die Schwester hat jetzt geheiratet und Zwillinge bekommen. Und wann hat sie die bekommen? Die ist schwanger jetzt. Ach so. Und man weiß, dass sie jetzt Zwillinge kriegt, oder wie? Ja, ja. Ist jetzt gerade vorgestern rausgekommen, oder wie? Ja, vor 3 Tagen. Und vor 3 Tagen warst du auch bei der Kartenlegerin? Ja. Ja. Passt ja alles zusammen. Ja, ja. Warum gehst du überhaupt zur Kartenlegerin, Mensch? Ja, ich wollte das einfach nur mal so wissen. Weil ja, aber du siehst das, du hast ja irgendwas gehört und du bringst dich durcheinander. Deswegen bin ich immer dafür, das gar nicht zu machen, sowas. Mhm. Nur ist es passiert. Ja, nur, also ich bin mit 18 von zu Hause rausgeflogen. Ja. Und das hat die mir auch so, dass ich von zu Hause rausgeflogen bin. Mhm. Dass ich war damals schlecht, sag ich mal so. Nur das hat sich gelegt, wo ich halt mit meiner Ex-Freundin zusammenkam. Mhm. Und, also, die hat alles vorausgesagt, so eigentlich, weil, dass ich früher hätte viel mehr erreichen können, als ich jetzt hätte. Ne? Ja. Also, ich finde immer entscheidend, wenn man sowas macht, ist, was bringt mir das? Und bin ich stabil genug, so etwas auch auszuhalten? Ja, klar, stabil genug bin ich. Naja, offensichtlich nicht. Wenn du hast jetzt Angst, dass du deine Ex-Freundin wieder triffst und du willst sie nicht treffen. Ja. Ne, so ist es. Ja, weil wir schlecht auseinandergegangen sind. Ja. Ne? Was bleibt dir jetzt anders übrig, als zu sagen, okay, vielleicht hat die recht, die Kartenlegerin, vielleicht hat sie auch nicht recht. Ich lasse es auf mich zukommen. Wenn sie recht hat, bin ich zumindest darauf vorbereitet und kann mir schon irgendwas im Kopf zusammen zurechtlegen, wie ich mich verhalte. Dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ich würde an deiner Stelle nicht mehr dorthin gehen. Also, warum? Aber es ist ja wirklich so eingetroffen. Ja, aber was hilft es dir denn? Was hilft es dir denn? Ja. Es ist immer spannend, so Sachen zu hören, ja, aber es gibt ja auch immer wieder Fälle, wo vielleicht auch Neger. Ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, dem hat man vorausgesagt, eine Kartenlegerin, dass er im Alter von 35 Jahren stirbt. Das finde ich unfassbar. Hm. Der ist jetzt 33. Hm. Natürlich kann man drüber lachen und sagen, ja, Humbug. Aber wer weiß, wie sehr so eine Aussage das eigene Handeln auch beeinflussen kann. Dass man vielleicht sogar selbst dazu beiträgt, dass das eintritt und so weiter. Also ich bin ja immer sehr vorsichtig. Dir bleibt nichts anderes übrig, als sich jetzt den Dingen zu stellen, wie sie auf dich zukommen. Was willst du anders machen? Ja, aber die hat ja auch Sachen vorausgesagt, was mal war, was vor Jahren war. Mhm. Na gut, ja? Das ist jetzt halt so. Jetzt kannst du ja nur noch nach vorne gucken und wenn du deine Ex-Freundin wieder triffst, leg dir irgendwie ein Argument oder was weiß ich zurecht, wie du ihr gegenüber trittst. Jetzt müssen wir leider Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei, Sebastian. Ach so. Ja. Okay, Daumen. Alles Gute. Trotzdem noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Tschüss. Ciao.
So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik waren Gudrunhausen und Matthias Neef. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und übermorgen haben wir Promi-Tag, Promi-Talk um 11:30 am Abend im WDR-Fernsehen. Ist bei mir zu Gast Oliver Pocher. Und ihr könnt auch anrufen und Oliver das eine oder andere fragen, was euch sehr interessiert. Und ihr könnt euch jetzt schon mal anmelden unter domian@wdr.de. So, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage bis morgen. Es ist 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Brüssel. Der außenpolitische Beauftragte.